Die Messe-News werden präsentiert von Barlog, Werkstoffe und Lösungen aus Kunststoff. Und Telsonic. Hallo und herzlich willkommen zu den PLUS-TV Messe News. Wir berichten für Sie direkt von der K 2019 in Düsseldorf. Krauss Maffei zeigt vor den Augen der Messebesucher, wie sich ein simpler Kunststoffeimer in eine hochwertige Verkleidung für eine Automobil-A-Säule verwandeln lässt. Möglich macht dies der Zwei-Schnecken-Extruder ZE28 Blue Power, der das Eimermaterial upcycelt. Unter dem Stichwort Circular Economy verzahnt Krauss Maffei dafür am Messestand die Geschäftsbereiche Extrusion, Spritzgießen und Digital und Service Solutions. Krauss Maffei deckt mit seinen Technologien den größten Teil der Kunststoff-Wertschöpfungskette im Alleingang ab. Haitian International präsentiert auf der K seine dritte Technologiegeneration mit Neuentwicklungen von Hard- und Software bei den servohydraulischen Maschinen. Die Spritzgießmaschine der Mars 3-Serie, der servohydraulische Bestseller von Haitian, präsentiert sich nun mit neuen Motoren, neuem Maschinendesign und weiteren Verbesserungen analog zur Jupiter 3-Serie. Auf dem Stand fertigt sie einen Flaschenöffner aus PP-Rezyklat mit Insert-Technologie, eingebunden in einer Fertigungszelle inklusive Roboter von Haitian Drive Systems. Auf dem Freigelände zeigt die Firma Krones ihren Beitrag zur Circular Economy. Mit den MetaPure-Anlagen des Herstellers werden bereits heute millionenfach PET-Flaschen recycelt. Schrittweise will Krones die Technologie für immer mehr Kunststoffarten auslegen. Bereits heute lassen sich die Waschmodule neben PET auch für die Aufbereitung von Polyolefinen auslegen. Besucher können sich die Vorwäschekomponente des Moduls auf dem Messestand genau ansehen und einen Blick in ihr Innerstes werfen. Buttonfeld Cincinnati zeigt als eines der Highlight-Exponate auf seinem Messestand den neuen Star Extruder 120. Der Verarbeitungsextruder für PET kommt ohne Materialvortrocknung aus, lässt sich einfach und flexibel an unterschiedliche Eingangswaren sowie Endprodukte anpassen und braucht kaum Wartung. Nicht nur bei der Verarbeitung von Neuware, sondern vor allem bei Recyclingware soll der Extruder in puncto Effizienz, Dekontaminationsleistung und Endproduktqualität überzeugen. Die Planlage-Eigenschaften einer Blasfolie beeinflussen wesentlich deren Verarbeitungsperformance. Reifenhäuser demonstriert auf der K, wie mit Evo Ultra Flat die Planlage von Laminier- und Barrierefolien um bis zu 40% verbessert und der Bogenlauf um bis zu 90% reduziert wird. Gewährleistet wird diese Prozesssicherheit durch ein neues Lasermesssystem, das präzise die Topographie der Folienbahn erfasst und die optimalen Produktionsparameter einstellt. EREMA widmet sich während der diesjährigen K intensiv, wie kaum ein anderer Aussteller, dem Thema Kreislaufwirtschaft und demonstriert in einem eigens dafür geschaffenen Circonomic Center, was modernes Kunststoffrecycling leisten kann. Die Vision der Österreicher ist klar und leicht verständlich. Bis zum Jahr 2030 soll die Circular Economy für Kunststoff Wirklichkeit sein. Mit vielen Partnern und namhaften Playern aus der Kunststoffwelt demonstriert EREMA während der Messe live und vor den Augen der Messebesucher, wie technologisch ausgereift die Technologien bereits heute sind und wie sich recyceltes Material für die Herstellung von weitaus mehr Kunststoffprodukten als heute einsetzen lässt. Das waren die Messe-News für heute. Danke fürs Zusehen und bis morgen.